Eigentlich schon. Aber die Rubber Gloves sind etwas, was mir persönlich lieber wäre, wenn wir sie nicht so derartig verhunackeln würden. Gut. Heißt also I, O, R, N, I, O, A. Und dann probieren wir mal. Das können wir noch reparieren. Ja, die Army Pants, die haben wir schon. Aber gucken wir, die Tactic Gloves wenigstens zu fitten. Not enough Leather Patches. Leather Patch, okay. Leather Patch haben wir da. Hier nehmen wir ein paar mit. So. I-U-A. I-U-A. As long as you can. Aha. Repair, you damage, you repair. Repair, you damage. Damaged, repair. Not enough friend. Okay. Wir sind jetzt schon wieder müde. Es ist doch erst 16 Uhr. Mädchen. Das ist wahrscheinlich der Hustensaft. Obwohl der zwar non-drowsy ist, macht er doch ein bisschen müde. Ich glaube, wir setzen uns hier mal ins bessere Licht, damit wir ein bisschen besser arbeiten können. I, U und R. Out of Fred. Fred, wir brauchen dich wieder. Wo ist George? Der Schweizer Käseohr. Oder war es Fred, der... Ich weiß gar nicht mehr. Wer hat von den beiden nochmal das Ohr kaputt bekommen? Ja, das war ein Spoiler für die, die Harry Potter immer noch nicht gelesen haben. Gut. Disassemble everything. Damit ist die jetzt erstmal eine Weile beschäftigt. Und dunkel wird's. Ich würde sagen, bis 23 Uhr fummeln wir an den Fäden herum. Na, ist gar nicht nötig. Schön. Gut. Drink. Eat. Und hier müssen wir jetzt wieder ein bisschen was tun. So. Suchen wir die Tactical Gloves wieder zu reparieren oder ein bisschen was draus zu machen. Oh, it fits. Wenigstens das. Okay, okay. Gehen wir jetzt schon ins Bett. Es ist 22 Uhr. Wie sieht's aus? Chili. Common cold. Eine einfache Erkältung haben wir. Shit. Shit. Wir haben uns erkältet. Ja gut, dann schlafen wir das mal aus. Wie wär's damit? You cough heavily, you wake up. Mhm. Common cold. Kalt uns ist uns wenigstens nicht mehr. Okay, wir nehmen wieder Hustensaft. Wo haben wir denn? Hustensaft. Nee, das ist Essen. Hier sind unsere Medikamente. Non-drowsy. Wobei, wir könnten eigentlich auch das drowsy Zeug nehmen. Wo haben wir denn unseren Cough Syrup? Ah, Cough Syrup, da haben wir es gleich. You feel very sleepy. Das ist jetzt nicht das Problem. Gut, dann hier trinken mal Wasser. Isst wieder ein paar schöne Bienen mit Reis. Beans mit Reis. Und nicht basteln. Auch nicht das. Sie fix, ich vertipp mich hier die ganze Zeit. Und geh wieder schlafen. Kurier dich aus, meine Gute. You woke up. Part of cloth to warmth. Wie sieht's aus? Die Common Cold haben wir immer noch. Essen ein paar Brünchen. Trinken wieder sauberes Wasser. Nehmen vielleicht noch ein paar Vitamine. Da wäre jetzt vielleicht auch nicht ganz so problematisch, wenn wir das tun würden. Wo haben wir denn Fetamines? Vitamine, da haben wir's ja. Gut. Wir müssen unseren Schnupfen ausschlafen. Dann würde ich mal sagen, wir machen unsere Arbeit mal weiter. Und versuchen wieder etwas zu nähen. Wie sieht es mit den Charges aus? Charges reicht aus. Dann würde ich sagen,
wir haben eigentlich viele Sachen, die durchaus zu reinforcen. Wir machen, reparieren mal den Messenger Bag. Wer ist damit? Haben wir schon seit Ewigkeiten vorgehabt. You repair. Cough heavily. And doesn't have enough charges. Gut. Dann gehen wir wieder Hustensaft. 16 Uhr nehmen wir noch das non-drowsy Zeug oder das drowsy Zeug. Gute Frage, ja? Ich glaube, wir nehmen das non-drowsy Zeug. Aber davon haben wir nicht besonders viel. Okay, wir nehmen das drowsy Zeug. Sind wir zwar ein bisschen müde, aber wir haben gespart an dem Zeug, was noch wichtig ist. Unser Messenger Bag ist auf jeden Fall in einem guten Zustand. Pair of rubber glove boots, socks. Ich guck mal, ob wir irgendwas in Armor technisch gescheit machen können. Setzen wir uns hier hin. Wir sitzen hier im Trockenen. It's a little bit chilly, but it's not the problem at all. Dann Armor. Und zwar, jetzt mal gucken. Wir brauchen was für die Arme. Tentacle sleeves? What the fuck? Bash 2, Cut 2. Aha. Cover 70%, close to the skin, warmth 10. Nee, das ist absolut nicht interessant. Arm warmers? Warmers ist ja nicht das Interessante für uns. Wir brauchen ja tatsächlich Armor. Chitin Arm haben wir nicht. Chitin Elbow Pads. Plastic Chunks. Oh, das wäre tatsächlich nicht ganz uninteressant. Protection 11, Cut 11. 30%. Okay, erstmal gucken. Das hier wäre durchaus Bone Arm Guards. Metal Arm Guards. Long String. Chunk of Steel. Doch, das ist interessant. 80%. Mhm. Leather Arm Guards. Natürlich nicht so gut. Dann sogar ein bisschen Acid. Strapped. Tentacle Sleeves. Da haben wir auch wieder das ganze Kram. 2x Arm Guards. 14,9. 75. Paper Arm Guards. Nee. Okay, wir machen uns Metal Arm Guards. Klingt jetzt mal nicht allzu schlecht. Hammering 2 Hammer. Long String müssten wir auch irgendwo herumfliegen haben. Ansonsten machen wir uns schnell welchen. Und zwar von dem Sheet. Haben wir nicht noch irgendwo Longstrings herumfliegen? Ich meine, da habe ich immer wieder. Ich packe die immer wieder mit ein. Aber wo habe ich die? Gut, dann gucken wir mal hier, ob wir irgendwo Longstrings haben. Müsste aber eigentlich müsste das damit angezeigt werden. Heavy Sticks. Tools. Aha. Leather Patch. Longstring, da haben wir es ja. Warum zeigt mir das nicht an, dass ich es hab? Ist wahrscheinlich außer Reichweite. Gut, muss ich das auch wieder umsortieren. Gut, wir haben Longstring. Was war das andere nochmal? Hands. Die Arms war es in dem Fall, was wir wollten. Metal Arm Guards. Wir haben Longstrings. Chunk of Steel 2 Stück. Da bin ich mir sicher, dass wir noch irgendwas rumfliegen haben. Metal Scrap Metal. Heavy Point. Sting. Blah, Rubber Hose. Mhm. Spare Parts. Das müsste da irgendwo drin sein. Lump of Steel. Was ist der Unterschied zwischen einer Lump of Steel und einer Chunk of Steel? Gucken wir mal, ob er es hier erkennt, wenn wir das hier haben. Ob ich das Richtige habe. Arms. Metal Arm Guards, da haben wir es ja. Also ihm scheint das tatsächlich zu reichen. Und wir haben auch tatsächlich Chunk of Steel dabei. Dann machen wir das mal. Ich hoffe, dass er zwei macht. Also für linken und den rechten Arm. Und ob das eine für beide gilt, das ist mir auch, wäre mir auch gut. Dann machen wir mal. Und wir nehmen das Chunk of Steel. Mhm.
sind ein bisschen tired, nach wie vor unser Husten. Dann gucken wir mal unsere Metal Arm Guards. Sind eigentlich relativ gut gelungen. Dann wearen wir die auch mal. Sind unsere Arme etwas besser geschützt. Dann gucken wir uns mal an, ob das wirklich beide Arme... Arm Guards? Metal Arm Guards. Gut, das sind für beide Arme. Gut. Stehen auch außen. Daher sind sie jetzt ein bisschen besser geschützt. Objected. Gut, gut, gut. Dann gucken wir mal, ob man noch an andere Arme machen können. Und zwar für the feet oder the legs eigentlich eher. Da hat mir auch solche Metal-Teile mir gut gefallen, wenn wir das machen würden. Iron Gloves, Iron Knee Pads. 30 Pair of Iron Gravels. Ja, Longstrings fehlen uns wieder. Was haben wir noch? Pair of Tentacle, Leg Warmer Shorts, Loincloth. Senfglas. Oh, herrlich. Holy crap, ist es bei uns hier laut. Na gut, gucken. ja, wir sind immer noch die Eisenknieschoner. Sind mir dann auch interessant. Das mit 70%. Wir brauchen 4 Longstrings. Longstrings. Mal gucken, woraus man die macht. Find long. Dann gucken wir mal. Long underwear. Scarf. String. 6 small strings oder 400 thread. 300. Das heißt, wir müssen diesmal 300, weiß ich, was ich für Ding benötige. Wo haben wir es denn? Wo ist denn jetzt hier? Hey! Hallo? Hier, da haben wir sie. Und zwar 3 mal 400. Im Prinzip eigentlich nur 3. Das heißt, wir brauchen 12 Racks. Schon ein bisschen was. Gut, dann nehmen wir mal ein... Wo haben wir es denn? Wo sind meine Racks? Ah, ich habe noch Longstrings. Das heißt, ich kann... ich brauche bloß 3. Hier ist das Sheet. Das Sheet. Cut up the Sheet. We have 20 Racks. Dann probieren wir mal erst einmal, die so einzeln zu zerlegen. Reicht das? 100 Fred. Wir brauchen noch 2 Butcher. Ne, einen eigentlich nur, weil wir haben ja. Gut. Gut, dann nehmen wir auch das mit auf. Essen wir kurz wieder ein bisschen was von unserem Reis. Der muss nämlich unbedingt verarbeitet werden. Es wäre doch ein bisschen schade, wenn der uns kaputt gehen darf. Es ist noch nicht spät genug, dass ich wirklich sagen würde, jetzt wird mal ins Bett gehen. Ich brauche das jetzt bloß wegen am Licht. Dann gehen wir mal wieder auf Longstring-Suche. Ja, Mann. Longstring nehmen wir mal. You made a Longstring. Sehr schön. Machen wir uns auch gleich mal ein Licht. There's nothing to fire left. Yeah. Wo haben wir denn Breast Longstring? Nee. Drop. Longstring, we are planned. Activate Fire Drill. So. Jetzt haben wir Licht. Und jetzt gucken wir mal wegen der Armor. Die Legs. Loincloth Underwear. Nee, da müssen wir jetzt wieder da unten stehen, weil er sonst wieder nicht kapiert, ob wir das haben. Legs, die haben wir. Hier Iron Grievous. Oder wie die Dinge heißen. Wir nehmen jetzt mal Scrap Metal. Weil Scrap Metal kann man doch ein bisschen einfacher erreichen. You fail to make the universe, but you waste a lot some materials. Was für Materials? Die Longstrings. Nur wieder so einen Haufen Longstrings machen. Ich hoffe jetzt nur, dass dieses scheiß Avast-Ting, das jetzt gerade auftaucht, jetzt nicht gerade meinen ganzen Monitor bedeckt. Ah, verdammt. Okay, ich gehe jetzt mal kurz hier hin. Kurz Aufnahme. Falls es jetzt abkackt, wir sehen uns gleich wieder. Ne, tut es nicht. Sehr schön. Hat den Fokus nicht verloren. Gut, wir verabschieden uns auf jeden Fall für diesen Part. Wir sehen uns im nächsten. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn wir dann unsere Rüstung fertig bauen und unseren, ja, wie soll ich sagen, unseren Husten ausschlafen. Ist doch ein bisschen kalt. Gut,
Wir werden wieder gesund im nächsten Part, wir werden wieder gerüstet sein und dann gehen wir wieder scavengen. Für die Götzen.